Biografin Erika Rosenberg hat in der Sachsendorfer Oberschule eine Mission. Sie will Emilie, der Ehefrau von Oskar Schindler, eine Hauptrolle in der Geschichte zuschreiben. Woran lag das, dass die Emilie Schindler jetzt so in dem Schatten von Oskar Schindler stand, dass sie kaum bekannt, berühmt geworden ist? Ja, aus verschiedenen Gründen. Also es war allernächst, also weil die Emilie eine Frau war. Nicht? Also manchmal also die Geschichte also ehrt und würdigt also Männer. Denn die Geschichte wird also auch also von Männern geschrieben. Dem Vortrag lauschten nicht nur Schüler, sondern auch interessierte Cottbusser. Oskar Schindler war der Retter von 1200 Juden, aber er war auch ein schlechter Ehemann und Mitglied beim deutschen Geheimdienst. Erika Rosenberg hat inzwischen 3 Bücher veröffentlicht, die an die Geschichte der Schindler erinnern sollen. Grundlegend dafür sind die intensiven Gespräche mit Emilie Schindler in einem Zeitraum von 11 Jahren. Was ist jetzt aus Ihrer Nachsicht, aus Ihrer Rückschau, so dass, was Sie aus diesen Gesprächen mitnehmen, für sich persönlich auch? Ja, für mich persönlich also eine ganze Menge, denn also dadurch also hat sich ja also mein Leben also völlig verändert. Ich bin ja so nicht diejenige, die also 1990 gewesen war. Ich war also, ich habe also nicht also nur vieles gelernt. Ich habe also auch mal den Weg der Versöhnung zusammen mit der Emilie Schindler also gemacht und deswegen also bin ich ja ganz froh, dass es so gewesen war, nicht? Und sie hat mir die ganze Geschichte erzählt aus ihrem Sichtpunkt und wie die Geschichte gewesen war. Waren Emilie und Oskar Schindler, sind das jetzt in Ihren Augen Helden? Das weiß ich nicht, also ob meinen Augen Helden gewesen war, aber ich habe also Emilie Schindler gefragt, also warst du und dein Mann, also seid ihr Helden gewesen? Und sie hat geantwortet, nein, wir haben nur getan, was wir tun mussten.